Die Stadtbibliothek im oberpfälzischen Schwandorf. Mit mehr als 40 Stunden Öffnungszeit in der Woche gehört sie mit zu den benutzerfreundlichsten kommunalen Bibliotheken in ganz Bayern. Seit über 30 Jahren pflegt Alfred Wolfsteiner gemeinsam mit seinem 7-köpfigen Team und engagierten Ehrenamtlern einen engen Kontakt zu Schulen und Betreuungseinrichtungen und sorgt so dafür, dass sich die Faszination Bücher schon im Vorschulalter ent- und weiterentwickelt. Mir ist ganz wichtig, dass schon kleine und kleinste Kinder unsere Bibliothek besuchen. Man muss die Kinder ernst nehmen. Denn die kleinen Leser von heute sind auch die Benutzer der Bibliothek von morgen. Und insgesamt für die Leseförderung finde ich es ganz wichtig, dass alle gesellschaftlichen Gruppen, die damit zu tun haben, auch an einem Strang ziehen. Die Bibliotheken, die Schulen, die Politik, natürlich auch die Wirtschaft. Und wenn E.ON Bayern oder das Bayernwerk jetzt das Lesen fördert, dann finde ich das für eine ganz tolle Sache. Getan wird hierfür in Schwandorf einiges. Regelmäßige Vorlesestunden wecken das Interesse der Kleinsten. Bibliotheksführungen sorgen für den nötigen Überblick. Und den kostenlosen Bibliotheksausweis gibt's jährlich für alle Vorschulkinder direkt nach Hause zugesandt für die Schultüte. Auf rund 500 Quadratmetern gibt's die Bücherhelden in Schwandorf nicht nur in gedruckter Form. Die Begeisterung für sie zieht Kreise und bündelt sich in Aktionen und Aufführungen. Bis hin zum eigenen kleinen Bücherhelden-Musical. Klappe, Ritter Rost, die erste.